Liebe Friedensfreunde, ich rede hier als Vertreter der weltweiten katholischen Friedensorganisation Pax Christi und als katholischer Priester spreche ich auch im Namen unserer Kirche. Vor 2 Wochen habe ich einen Brief von dem mir befreundeten Schriftsteller Peter Turini bekommen. Er hat mir geschrieben, dass ihn der Ukraine-Krieg sehr bedrückt, und er schrieb da den Satz: Krieg ist staatlich organisierter Mord. Und er hat vollkommen recht. Die Russen morden und die Ukrainer morden. Seit dem Februar morden sie schon und sie werden auch weiter morden. Sie morden Soldaten und sie morden Zivilisten. Präsident Zelensky hat im Oktober gesagt: Wir wollen nicht den Frieden, sondern wir wollen den Sieg. Diese Aussage lehne ich zutiefst ab. Er sagt damit: Wir wollen in keine Friedensverhandlungen eintreten. Wir werden weiter morden und die NATO-Länder sollen uns weiter Mordinstrumente schicken. Das alles ist reinste Kriegslogik und keine Friedenslogik. Bei der Kriegslogik geht es nur um das Recht des Stärkeren. Es geht nur darum, den Feind zu vernichten. Die Kriegslogik möchte Gleiches mit Gleichem vergelten. Die Kriegslogik möchte permanent aufrüsten und sie möchte letztlich auch die Atombombe und dadurch unangreifbar für andere Länder zu sein. Die Friedenslogik möchte die Konflikte mit Dialog und nicht mit Waffen lösen. Der primitive Krieg beginnt immer dort, wo die Sprache aufhört. Die Friedenslogik ist inspiriert von der Gesinnung des Evangeliums und dort heißt es: Selig, die keine Gewalt anwenden, selig die Friedensstifter. Dass Konflikte mit der Friedenslogik gelöst werden können und dass Menschen von ihrer Unterdrückung durch die Friedenslogik befreit werden können, das haben uns Mahatma Gandhi und Martin Luther King gezeigt. Gandhi sagte: Die Bergpredigt von Jesus ist das Großartigste, das ich bei allen Religionen gefunden habe, und sie wird für immer unübertroffen bleiben. Liebe Freunde, ich verurteile, dass Putin diesen Krieg begonnen hat. Aber ich möchte Putin nicht als einzigen Sündenbock hinstellen. Wenn ich Putin als den bösen Wolf von Moskau hinstelle, dann hätte man diesen bösen Wolf auch zähmen können. Der Herr Zelensky hätte ihn zähmen können, wenn er gesagt hätte: Wir werden nicht zur NATO gehen. Wir werden nicht der EU beitreten. Wir werden uns bemühen, dass die Sanktionen gegen Russland beendet werden. Und wir möchten eine gute Nachbarschaft mit unserem Nachbarn Russland. Die Ukraine wird immer der Nachbar von Russland bleiben. Und deshalb ist es auch heute noch sinnvoll, auf eine gute Nachbarschaft hinzuarbeiten.
Für uns als neutrales Land ist es eine vorrangige Aufgabe, dort, wo es Konflikte gibt und dort, wo es Krieg gibt, Frieden zu stiften und gleichsam Mediator zu sein. Das heißt, aktive Neutralitätspolitik, wie sie uns ein Bruno Kreisky vorexerziert hat. Als neutrales Land brauchen wir nicht mehr Geld in Aufrüstung und in Militär zu stecken. Wir sollen mehr Geld in aktive Neutralität investieren. Ich meine damit, dass wir in Österreich Friedensakademien errichten sollen, wo Friedensmediatoren ausgebildet werden, die dann im Auftrag der UNO in die Konfliktherde der Welt hinausgehen, um dort Frieden zu stiften. Als neutrales Land sollten wir auch unsere Spitzenpolitiker speziell schulen, damit sie auch fähig sind, als Friedensvermittler zu agieren. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass der Krieg heute eine neue Dimension bekommen hat. Jeder begonnene Krieg kann zu einem Atomkrieg und zu einem Weltkrieg werden. Ein Atomkrieg vernichtet nicht nur Millionen von Menschen, er verseucht auch die ganze Welt und er kann den kollektiven Selbstmord der Menschheit herbeiführen. Wenn wir unseren Verstand einschalten, dann muss uns bewusst sein, dass jeder Krieg, auch der Verteidigungskrieg, nicht nur moralisch bedenklich ist, sondern dass er absolut kein Mittel mehr sein kann, um irgendwelche Konflikte zu lösen. Ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther King. Wir müssen lernen, als Brüder und Schwestern miteinander zu leben, oder wir werden eines Tages alle als Narren zugrunde gehen. Dankeschön.